Hey, ja, der erste Athlet und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um Tipps für Angehörige, die mit ADHS-Menschen zu tun haben, ob das in der Familie ist oder in einer Beziehung. Ja, es kann sein, dass du jemand liebst, der ADHS hat. Wie gehe ich denn mit den Symptomen am besten um? Wie soll ich mich verhalten? Und der erste Tipp ist erstmal, dass du über ADHS lernst. Verstehe die Symptome, wie es sich also zeigt, dass wir manchmal abgelenkt sind, dass wir hyperaktiv sind, dass wir impulsiv auch sind, emotionale Schwankungen haben. Verstehe auch die Medikation, wie das vielleicht die Stimmung von deinem Partner, deiner Partnerin beeinflussen könnte und natürlich auch die Herausforderungen, wie Aufschieberitis, fehlende Tagesstruktur, sich verzetteln, impulsiv sein etc. Das sind alles so typische Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Was noch wichtig ist zu erwähnen, nimm nicht die Rolle ein von so einem Besserwisser oder Lehrer, der uns ständig sagt, warum wir jetzt so handeln oder was wir jetzt unbedingt anders machen sollten. Für mich ist es immer am angenehmsten, wenn jemand einfach still sich informiert, das beobachtet, wie ich mich verhalte, das in seinem Kopf verarbeitet, versteht und eben nicht die ganze Zeit mit so einem erhobenen Finger kommt und sagt, ach schau mal, deswegen hast du das jetzt wieder nicht geschafft und das ist ja deshalb. Und du schiebst auf, weil du ja so wenig Selbstvertrauen hast oder was auch immer. Das ist echt mega nervig. Es ist schon, also wir spüren schon, dass du es verstehst, ohne dass du uns zum Beispiel sagen willst oder sagen musst, ja, was wir jetzt zu tun und zu lassen haben. Das können wir nämlich gar nicht leiden. Der nächste Tipp, nimm es nicht persönlich. Du wirst mal ein paar Situationen erleben, wo du dich vielleicht verletzt fühlst. Das heißt, wir wollen dir aufmerksam zuhören, schaffen es aber nicht, sind abgelenkt. Und du hast so eine spannende Geschichte erzählt und bist dann voll verletzt, weil du dir denkst, die Person, ja, ich bin der Person ja einfach egal, die schafft es nicht mal mir zuzuhören. Oder du hast dich hübsch gemacht für ein Treffen, wartest sehnsüchtig auf deinen Partner und dann ist der halt eine halbe oder eine Stunde zu spät. Und du denkst dir auch, ja, liegt das an mir, habe ich was falsch gemacht, warum schätzt er meine Zeit nicht, bin ich ihm egal? Und nein, das liegt nicht an dir. Wir haben halt zum Beispiel Probleme damit, pünktlich zu kommen, organisiert zu sein. Wir haben oft Probleme, aufmerksam zuzuhören. Und auch ich muss das lernen, wenn ich Klienten vor mir habe, die mir einfach nicht zuhören. Dann habe ich das am Anfang auch teilweise persönlich genommen und mich dann aber erinnert, wie es denn bei mir ist. Und es ist mir aufgefallen, ich habe auch Coachings gebucht und da gab es auch Videos oder Zeiten, in denen ich nicht zugehört habe, weil ich einfach abgelenkt wurde wegen meinem ADS. Und deswegen hat das aber gar nichts mit dir als Person zu tun. Deswegen, wenn mal jemand unpünktlich kommen sollte, wenn dir jemand nicht aufmerksam zuhört, hat das nichts mit dir zu tun. Nimm das nicht persönlich. Auch emotionale Schwankungen würde ich nicht persönlich nehmen. Es kann sein, dass du mit jemandem zusammen bist und die Person ist mal sehr traurig oder ist impulsiv, aufbrausend, wütend. Dann hat das auch nichts mit dir zu tun. Wenn wir diese Gefühle haben, hör einfach am besten nicht hin, sag uns, nimm dir eine Auszeit, komm runter, dann sprechen wir weiter und dann wirst du auch damit gut klarkommen. Der Tipp 3, sanfte Unterstützung statt Befehle zu geben. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand zu dir kommt und sagt, du musst heute diese To-Do-Liste machen, die habe ich online recherchiert, ich lege dir die jetzt dahin und dann wird das erledigt und übrigens, du hast schon wieder nicht aufgeräumt, du bist schon wieder zu spät. Wenn du so mit einem ADHSler redest, dann wird er dich einfach abblocken, weil das sind wir schon gewohnt. Das sind wir in der Schule, haben wir das schon gehört, in den Zeugnissen. Die Eltern haben es uns immer gesagt. Es wird nicht so gut funktionieren. Und die Leute bauen eine Abwehrhaltung auf, weil das einfach für uns ja auch sehr verletzend rüberkommt. Viel klüger und besser ist es, einfach einen sanften Vorschlag zu machen mit deinem Fachwissen, was du dir angeeignet hast. Zum Beispiel könntest du sowas sagen wie, du hast jetzt aber ganz schön viel Energie, das spüre ich, wollen wir nicht einfach jetzt ins Fitnessstudio gehen? Oder du hast heute irgendwie noch nicht so viel gegessen, darf ich dich regelmäßig daran erinnern und dir was kochen, dass du irgendwie, ja, dass wir gemeinsam mal was essen, sodass du das nicht vergisst, wenn du gerade so fleißig an deinem Projekt arbeitest. Also das kommt viel angenehmer rüber und das können wir viel besser annehmen als so ein blöder Befehl, weil wir haben Probleme mit Autoritätspersonen. Und es ist, wie gesagt, ein riesengroßer Unterschied, ob du etwas befiehlst, ob du böse bist, kritisierst, Schwarz-Weiß-Denken hast, so Sätze sagst wie nie machst du und immer bist du zu spät oder so. Oder ob du einfach sagst, hey, darf ich dir da vielleicht ein bisschen dabei helfen? Dann werden die meisten ADHS-Menschen tendenziell auch zustimmen und ihr könnt super gut als Team das Ganze hinbekommen. Und dann der Tipp 4, sei manchmal streng mit uns.
Ja, ADHS bedeutet nicht, dass wir einfach faul sind, dass wir keine Lust haben und deshalb aufschieben. Aber es gibt echt einige ADHS-Menschen, das ist mir auch aufgefallen, die nutzen das schon manchmal als Ausrede oder verschwenden ihr Potenzial. Da sieht man zum Beispiel jemanden, sagt, nennen wir ihn jetzt mal Niklas, ja, in der 8. Klasse. Du weißt, der könnte viel bessere Noten schreiben. Du weißt es einfach, der ist intelligent, der hat alles, was er braucht, aber nutzt das ADHS manchmal als Ausrede, um halt einfach nicht die notwendige Arbeit zu investieren und einfach zu chillen oder wirklich nichts zu tun. Und wenn jemand so viel Potenziale hat und nichts tut, kannst du auch mal so ein bisschen dem in den Hintern treten und sagen, pass auf, ich weiß, du bist schlau, ich weiß, du kannst es und ich will, dass du dich jetzt bitte noch ein bisschen mehr anstrengst. Das wäre richtig toll, wenn du dir noch mehr Mühe geben könntest. Und dieser Tipp ist viel besser, als jetzt die ganze Zeit zu sagen, ja, dein ADHS ist ja schuld, deswegen musst du überhaupt nichts machen. Und du siehst ja, dass die Person Potenzial hat. Wenn du aber zum Beispiel nicht streng genug bist, werden ADHS-Menschen das auch manchmal als Ausrede nutzen. Und da musst du immer so einen schmalen Grat herausfinden. Ist das jetzt wirklich das ADHS? Kann die Person jetzt echt nichts ändern und nichts dafür? Oder ist es doch eher so eine faule Ausrede? Das kann in einigen Fällen vorkommen. Weil manchmal schieben wir halt gerne Dinge auf oder hören mit Absicht nicht richtig hin und so. Und es hört sich jetzt für einige ja auch verletzend an, für ADHS-Menschen. Und die werden jetzt schreiben, vielleicht, das sind doch jetzt genau die Vorurteile, die du aufzählst. Aber ich erkläre es vielleicht in einem anderen Beispiel. Dein Partner raucht sehr viel Cannabis. Und dein Partner ist sehr unmotiviert. Er kommt überhaupt nicht mehr aus dem Bett. Früher war das nicht so. Er war Profisportler. Wenn du da dann sagst, ja klar, das ist ja wegen deinem ADHS, entspann dich ruhig. Und es ist ja nicht so schlimm, wenn du mal irgendwie übertreibst mit dem Konsum. Ich kann ja eh nichts ändern daran. Dann wird die Person wirklich vielleicht in so ein Loch reinfallen. Und das Cannabis wird immer mehr zu so einer Sucht. Und ADHS-Menschen haben auch Suchtprobleme. Und jemand in dieser Situation mit viel Potenzial, der das aber irgendwie aktuell wegwirft, der braucht manchmal so einen gewissen Wake-up-Call, könnte man sagen. Dass du ihm wirklich offen ehrlich sagst, pass auf, du konsumierst zu viel, das wird zur Sucht. Ich habe recherchiert, ich weiß, dass ADHS-Menschen mit Suchtprobleme haben. Früher warst du viel motivierter und ich will jetzt, dass du endlich was veränderst an deinem Leben. Gar nicht böse sein, aber einfach so einen kleinen Schubser geben, das brauchen ADHS-Menschen auch manchmal, um eben das Problem aufzulösen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn du willst, dass ich dir dabei helfe, mehr Erfolg und Spaß im Beruf zu erreichen, dann geh jetzt auf www.eliasmünzel.de und wir sehen uns im nächsten Video.